guck mal. Nein, das ist eklig. Das ist Fischkacke. Wenn du einen AfD-Politiker in einem Video einen dämlichen Wichser nennst, kann das passieren, ja. Hörst du Schlager? Sag jetzt was. Also bis auf alle deine Songs. Oh, stückig. Ja. Wenn du so einen Saft kauen kannst, ist das nicht gut. Eine neue Folge On My Way und heute mit einer lebenden YouTube-Legende, Le Floyd. Ich bin hochgradig Le Floyd. Oh Gott. Wow, das Niveau ist der Wahnsinn. Wie du merkst, wir fangen einfach ganz schnell an, weil je schneller wir anfangen, desto mehr schaffen wir, würde ich sagen. Speed Dating. Siehst du, ich habe mich gerade schon gefreut, dass es nicht läuft. Das tut's jetzt. Pass auf, Speed Dating heißt Speed, weil schnell. Ja. Schnell antworten, okay? Okay. Soll ich lieber Florian zu dir sagen? Flo. Flo, alles klar. Was ist bei dir in schlechten Händen? Verantwortung. Bei was bist du streng? Zu mir selbst. Zu dir selbst, oh. Was kann man an dir nicht mögen? Meine Überheblichkeit beim ersten Mal, beim ersten Eindruck. Beim ersten Mal. Ja. Auch das. Worin bist du besser als deine Frau? Spontanität. Welches Tattoo bedeutet dir am meisten? Die Fußabdrücke meiner Kinder. Oh, die sind schön, die habe ich gesehen. Das meistgenutzte Wort deines Lebens. Fuck. Kenn ich. Welches ist dein Lieblingsland? Spanien, Andalusien, um genau zu sein, also unten. Wobei hattest du Glück im Unglück? Bei meinem letzten Autounfall. Was lässt dich würgen? Oh, so ist der Schotz nachher. Salmiak. Ah. Was fasziniert dich? Zeit. Wie wäschst du deine Caps? Gar nicht. Kaufe neue. Ja. Was möchtest du noch erleben? Dass meine Kinder später mit dem, womit sie ihre Brötchen verdienen, happy sind. Oh. Bei welchem Thema klingst du dich gedanklich aus? Alles, was mir zu dumm ist, um wirklich darüber zu diskutieren. Womit bringst du deine Kinder zum Lachen? Wrestling. Welche Eigenschaft besitzt du nicht? Geduld. Was muss mindestens einmal am Tag sein? Sport. Oh, wirklich jeden Tag? Ja. Krass. Hast geschafft, war schon. Speed Dating erledigt. Wir spielen jetzt, was hat Vanessa sich nur dabei gedacht? Ja. Ich zeig dir jetzt deinen Laufhintergrund. Und du musst uns erklären, du bleibst da, warum ausgerechnet das ausgewählt würde für deinen Backdrop. Laufhintergrund. Mhm. Bist du ready? Mhm. 2, 3. Na? Ja, kaum. Ja, kaum. Was ist es denn, was wir da sehen? Wir haben hier den Alexanderplatz, wir haben ja, den... Ja, reicht schon. Perfekt. Aha. Da ist dein erstes Video entstanden, ne? Das älteste Video, was noch auf meinem Kanal sich befindet, okay, ist dort entstanden, genau. In den Köpfen von Berlin? Genau. Am 31. Januar 2010. Genau. Das war der Startschuss für den Hauptkanal. Genau, eigentlich sind die ältesten Videos sogar von 2009, aber die gab's alle nicht mehr, weil da war überall so Mucke von Offspring und so drin, die mussten alle weg dann irgendwann. Aber so richtig endgültig berühmt wurdest du ja dann mit dem Interview mit unserer Ex-Bundeskanzlerin. Wunderschönen guten Tag, Frau Bundeskanzlerin. Guten Tag. Mich freut sehr, dass es geklappt hat. Danke. Gut. Andrea Merkel. Ja. Andrea, Grüße gehen raus. Ihr kennt sie nicht, Angelika natürlich, ne? Wir wissen es alle. Angela Merkel, meine Güte, was ist los? Du hast viel Aufsehen dafür bekommen und auch Kritik tatsächlich. Ja. Gibt es irgendeine Lektion, die du daraus gelernt hast? Boah, naja, eine Lektion war für mich insofern, ich wollte es unbedingt nochmal machen. Ich wollte es auch eigentlich unbedingt mit Scholz machen oder mit anderen Politikern. Aber tatsächlich hat sich herausgestellt, dass sie es zu meinen Konditionen nicht machen wollen. Und ich zu ihren nicht mehr. Ja, aber Angela Merkel ist doch, ich muss tatsächlich sagen, was mir, damals habe ich ein bisschen dran zu knabbern gehabt an der Kritik in erster Linie, weil die halt von den etablierten Medien kamen, die das gar nicht gerne gesehen haben. Mhm. Andererseits dachte ich mir, ey, für das erste mehr oder minder journalistische Interview in meinem Leben, die Kanzlerin. Ja, finde ich auch. Bruder, musst du erst mal gemacht haben. Ey, there is no bad thing. Es gibt auch noch ein Le Floyd versus The World. Oh ja. Da bist du um die Welt gereist und das hast wahnsinnig viele Eindrücke gesammelt. Gibt es einen Eindruck, der dir hängen geblieben ist? Einen Tag lang seine eigene Beerdigung durchmachen in Korea, inklusive im Sarg verbuddelt werden, war ganz schön krass. Ritual oder wie? Ja, ja, das ist so ein, da gehen so Leute hin, in Korea ist das so, die so Existenzkrisen haben, die so suizidale Gedanken haben, Depressionen haben. Sei jetzt mal dahingestellt, ob das hilft, aber das ist da super gängig, dass man das mal tut. Dass man es halt eben nicht tut, weil man genau, so Angst hat. Danach dann, ne, weil du schreibst einen Abschiedsbrief an deine Liebsten, liest den dann laut in der Gruppe vor, etc. Also gar nicht da wird so doof unglaublich eigentlich. Viel geweint. Ja, ja, ja. Das nimmt einen so krass mit. Ja, krass. Ich war danach, war ich anderthalb Tage nicht zu gebrauchen.
Du hast eine krasse Veränderung durchgemacht in den letzten 2 Jahren. Ja. Vom Nerd zum Fitness-Junkie. Ja, Nerd bin ich immer noch. Das war gar nicht die Veränderung, die man irgendwie durchgemacht hat. Bei mir war es bloß so, dass ich einen Lifestyle-Change quasi halt hingelegt habe. Ne? Was war der Beweggrund? Einerseits meine Kinder, andererseits meine Gesundheit als solche. Ich habe einfach gemerkt, jeden Tag Rückenschmerzen in dem Job gehabt. Ich habe mich mit 96 Kilo echt nicht mehr attraktiv gefühlt. War einfach wirklich over. Wirkt sich wahnsinnig auf dein Privatleben aus. Und dann sind wir auch in der Branche zum Beispiel. Weißt du selber, wenn du willst, eventtechnisch, seit Corona ja nicht mehr, aber vorher eventtechnisch kannst du 7 Tage die Woche saufen, wenn du Bock hast. Und da zum Beispiel bin ich jetzt bei... Das kennen wir. Da bin ich jetzt zum Beispiel bei null. Ja, machst du gar nicht mehr? Seit meinem ersten Tag Sport oder kurz vorm ersten Lockdown bin ich komplett abstinent. Also, du hast im Lockdown angefangen, Sport zu machen? Ja. Krass, Herz hat viele positive Nebeneffekte gehabt. Ja, für mich war es total geil tatsächlich, weil ich halt festgestellt habe, ey, wow, ich habe plötzlich Zeit und ich bin halt nicht mehr so in dieser Zwangslage, wo ständig Leute auf dich zukommen. Hier, ja. Gläschen, trink doch mal einen mit. Ja. Ich bin da ganz schlecht im Nein sagen gewesen früher. Du hast 2 Kinder? Ja. Du bist verheiratet? Ja. Du hast ein Häuschen im Umland? Ja. Was will ein LeFloid mehr? Gibt es eine Bucketlist oder irgendwas? Naja, ein eigenes Häuschen irgendwann mal. Also wir wohnen zur Miete. Entweder wir kaufen das oder irgendwann mal ein anderes, keine Ahnung. Zurzeit kommt es nicht in Frage, weil zurzeit ist es einfach zu teuer. Ja, ansonsten ist man halt gedanklich viel bei den Kids. Also im Prinzip für mich selber, ich bin verhältnismäßig happy so mit allem, wie es läuft. Gibt es auch ganz selten, ne? Es gibt wenig Menschen, die irgendwie zufrieden sind mit dem. Zufrieden bin ich gar nicht. Ah, okay. Also, ich habe sogar. Aber im Sinne von krankhaft unzufrieden und du machst dir selber irgendwie Schein den Weg? Oder unzufrieden mit, okay, es geht besser und es ist positiv, es macht Spaß weiterzugehen? Oder eine Mischung. Das ist, ist jetzt die Frage, wie tief willst du reingehen in die Frage? On my way. Ist dafür da. Ich gelte ja, in Deutschland sagt man ja so schön trocken als Therapie erfahren. Schon ganz, ganz, ganz viele Jahre immer wieder schwere depressive Phasen habe. Aber das hat mit der Unzufriedenheit nur insofern zu tun, dass ich Angst davor habe, zufrieden zu sein. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn man zufrieden ist, ist man an so einem Punkt angekommen, der gleichzusetzen mit einem Entwicklungsstopp ist. Weil du halt dann dieses schneller, höher, weiter plötzlich nicht mehr hast, weil wozu? Du bist ja zufrieden. Aber es gibt einen Mittelweg? Ja. Immer glücklich sein mit den Sachen, die man gerade gemacht hat oder bei denen man gerade dabei ist. Ja, genau. So die zumindest selber gut finden. Und trotzdem Ziele noch haben. Ja. Da arbeite ich zum Beispiel dran. Das ist so bei mir gerade der Zustand. Der ist so schwierig und die haben nicht so viele Menschen, aber der ist so wichtig. Aber du hast gerade gesagt, wegen hier, du hast ja auch Psychologie und Rehabilitationspädagogik studiert. Ja. Hast krasse Erfahrungen im Umgang mit Kindern, gerade die sprachliche oder auch seelische Probleme haben. Ja, ich habe in der Schulpsychologie ganz lange gearbeitet, während meines Praktikums erst und dann sogar freiwillig noch ein bisschen länger, weil wir mit der Schulpsychologie im Wedding, hier auch schöner Problembezirk in Berlin, damals eine Interventionsarbeit gegen so Cybermobbing und Mobbing und so entwickelt hatten. Boah, auch krass. Mit der Polizeidirektion 36 steht mein Name drunter, gehört aber der Humboldt-Universität. Ist es von Vorteil eigentlich, wenn man das wegen Kindern bei deiner eigenen Erziehung und so? Ich kann das gut trennen. Muss man trennen? Nee, gar nicht. Also es ist einfach insofern gut, dass du ein paar Sachen, du bist ein bisschen entspannter bei ein paar Sachen, weil du einfach weißt, ja, frühkindliche Entwicklung, easy, das gibt sich. Okay. Und generell bei unseren Kids bin ich sowieso über das meiste einfach nur happy, was passiert. Also von daher. Also wenn du ja mein Papa wärst, dann müsstest du die ganze Zeit wie ein Meerschweinchen sprechen. Ah, okay. Ja, du warst ja die Stimme von Pets. Ja, das stimmt. Wie heißt der Kollege? Warte, Norman. Nager Norman. Ja. Ist das nicht süß? Ja, aber das wurde ja noch. Hast du eingeatmet dafür oder kannst du es jetzt nachmachen? Das wurde ja noch. Nee, das wurde hochgepitcht, aber an und für sich war das so ein bisschen. Nein, nimm doch den Zauber nicht. Du kannst nicht sagen, dass es hochgepitcht wurde. Natürlich ist es hochgepitcht worden. Du hast Helium genommen. Du hast Helium eingeatmet. Okay, gut, Helium, ganz viel. Ganz viel. Wie viel Helium war es? 8 Kubikmeter während des ganzen Aufnahmegedöns. Geil, natürlich auch mal machen, so Animationskram, habe ich auch richtig Spaß. Das ist geil, Synchronsprechen macht extrem Laune. Aber gerade halt so Kinderkram oder auch so witzige Sachen, ne? Ja. So, also spielt mich an, wenn ihr Bock habt, der Spender dabei, ich kann das. Community-Frage, wie viele Caps besitzt du? Ich glaube, ich hatte tatsächlich mal für einen Stream nachgezählt, damals waren es um die 170 Stück. 170? Sind noch ein paar dazugekommen, aber mittlerweile. Reicht nicht. Das ist wie Schuhe, oder? So ein Spleen. Ja, ich meine, guck mal, umso mehr kannst du rotieren, umso mehr von denen kannst du tragen, umso weniger werden die dreckig. Ich fühl dich. Alles cool. Ich fühl dich. Ja. So, wir haben uns jetzt warm gelaufen. Ich sehe, du bist richtig in Shape, ne? In Fremdsprachen bist du sehr bewandert. Ich hoffe, bei Songtexten auch. Wir spielen jetzt nämlich was. Was hörst du für Musik?
Das ist super situationsabhängig. Ich höre zum Arbeiten zum Beispiel fast nur noch Liquid Drum and Bass, ansonsten Metalcore, Deutschrap. Geil, haben wir alles nicht da. Auf jeden Fall wird das jetzt lustig. Pass auf, Double Time heißt die ganze Runde. Das heißt, es wird doppelt so schnell alles. Ja. Und wir spielen Lost in Translation. Oh Gott. Und wer die meisten Songs errät, zeigt seine Bauchmuskeln im Close-Up. Oh Gott. Was? Wer gewinnt? Ja. Okay. Ach so, eigentlich doof, ne? Wer verliert eigentlich? Nee, 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 wer verliert? Wobei ich verliere immer. Nein, nein, wer gewinnt? Das passt. Alles klar, ich spiele mit. Ja. Jetzt kommen Songtexte, die werden, wir müssen die übersetzen quasi und den Song erraten. Dort stand ein Blockhaus aus Erde und Holz. Wo lebte ein Junge von Land? Du hast ein Wasser, Entschuldigung. Ach so. Du hast ein Wasser? Der noch nie so gut lesen. Wie heißt denn das? Heißt das There is a House in New Orleans? Aber ich weiß nicht, wie der Song heißt. Okay. Machen wir weiter. Gut lesen und schreiben gelernt hat. Aber er konnte Gitarre spielen wie Glocke läuten. Los, los. Das ist Johnny B. Good. Mit was? Hä? Nee, Johnny B. Good ist der Song. Ach so, ja, klar. Scheiße. Du hast nur gesagt Song, nicht Interpret. Ja, nein, nein, stimmt. Ich kenne den Song nicht. Er wollte sie. Sie würde es nie sagen. Insgeheim wollte sie ihn auch. Aber alle ihre Freunde steckten sie sich die Nase zu. Sie hatten ein Problem mit seiner weiten Kleidung. Er war ein Skaterboy. Oh! Ja. He was a Skaterboy, she said see you later, boy. Ja, Skaterboy von Avril Lavigne, ne? Ja. Oh mein Gott, das waren ja meine heiße Jugend, du. Daran merkt man, dass man echt alt wird. Ja. Avril Lavigne, ey, gib dir das mal. Okay. Krass große Jugendliebe von einem Freund von mir. Echt? Avril Lavigne? Von Paul. War ganz, ganz schlimm verknallt gewesen damals, der Boy. Aber Avril sieht immer noch aus wie vorher, ne? Ja, ist ja auch ausgetauscht worden gegen den Klon. Die Avril, ach ja, klar. Garantiert. Quelle vertrau mir, Bruder. Your lips come very close to me and I hold still. And I don't know how much longer I want to tell myself. Ja, warte. The feelings have confidentiality. Auf jeden Fall ist es Andrea Berg. What? Oder? Ja, mit deinen Lippen kommen mir. Deine Lippen kommen mir ganz nah und ich halte. Also, die Gefühle haben Schweigepflicht. Puh, Freunde, jetzt gerade schwierig, wenn ich mit meiner Schwiegermutti da was nicht errate, du. Wir sind so jetzt. Wir sind ganz close. Ja, da hab ich keine Schnitte. Kannst du Schlager? Hörst du Schlager? Sag jetzt was. Also bis auf alle deine Songs, keiner der Berührungspunkte. Ah, nicht mal betrunken? Ach so, du trinkst ja nichts mehr. Scheiße, da müssen wir was ändern dran. Ja, früher ja, aber mehr so dieser Partyschlager-Mist. Klar, Dorfbums hier und dann let's go. Ich bin auf und ab. Ich fühle mich so fett. Ich habe kein Sprudeln mehr. Du darfst nicht einmal die Katze behalten. Aber so ist es eben. Ich singe. Wap bap. Wie a da di da da. Wap bap. Wie a da di da da. Bibi Heinke mit Wap bap. Nee, Bibi, wie heißt sie jetzt? Baza! Achso, ja, stimmt. Wer denn? Bibi? Ja, es ist Bibi mit Wap bap. Die Bibi? Die Bibi? Gedöns. Ja, Bibi's Beauty Palace. Wie heißt sie denn? Oder heißt Bibis sie noch? Oder heißt sie wieder? Ich weiß nicht. Sie heißt Bibi's Beauty Palace. Ja, Frau Beauty Palace. Hast du eine Erfahrung mit ihr? Nee. Ah. Das Schwenken der roten Fahne bedeutete nie dasselbe. Nein. Das Schwenken der roten Fahne bedeutete nie dasselbe. Wirf die Krücke ab, die den Schmerz tötet. Das Wehen der roten Fahne bedeutete nie dasselbe. Die Kinder von morgen brauchen das heute nicht. Wenn sie... Red Flag Billy Talent? The kids of tomorrow. Also ehrlicherweise wollte ich einfach nur nicht meine Bauchmuskeln zeigen. Ja. Ist vorbei? So, ich glaube schon. Oh, no. Bauchmuskeln! Komm. Sag jetzt bloß nicht, du bist nicht in Shape grad. Was? Sag jetzt bloß nicht, du bist nicht in Shape grad. Ich bin nicht in Shape grad. Boah. Eigentlich wollen nur die Mädels hier. Ja. Deine Bauchmuskeln sehen. Guck mal. Hast du Close-Up? Hast du Close-Up? Sensationell. Das war unangenehm. Warum denn? Du hast doch Bauchmuskeln, was willst du denn? Du bist nicht zufrieden. Sei mal zufrieden, Mensch. Sag gerade ich. Okay, wir kommen jetzt zum geschmackvollsten Teil der ganzen Sendung. Ja, ah ja, dafür. Erfrischende Fragen. Das habe ich tatsächlich schon online mir ein paar so quasi so Best-ofs davon angeguckt. Ja, aber das Geile ist, unsere Redaktion, die wäre nicht unsere tolle Redaktion, wenn können sie sich nicht davon neue reden? Shots ausgedacht hätten. Die hätte ich den im Kühlschrank stehen, würde ich ihn wegschmeißen. Eklig sind, ja. Das ist genau das Ding an dem Spiel hier. Chantal hat alles berührt, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Herzlichen Glückwunsch. Der hat so eine Spannung auf der Oberfläche wie so eine Puddingpelle. Also jetzt mal ganz kurz, Leute, das ist ganz wichtig. Es ist wirklich widerlich geworden. Ich weiß nicht, was hier da... Boah, stinkt das. Das ist so richtig eklig. Ich glaube, das Problem war bei den vorigen Staffeln, dass es einfach zu easy peasy war.
Oh, na gut. Wir müssen das Gesöff nur runterschütten, wenn wir einer der Fragen nicht zustimmen. Das ist das nicht Spiel. Zustimmen? Ja. Never have I ever. Ah. Endlich war einer, der das... Boah, fuck, das ist ekelhaft. Ich habe noch nie eine Spinne mit dem Staubsauger gekillt. Die killt man ja nicht mit dem Staubsauger. Man saugt sie ja nur ein, die krabbeln wieder raus. Hast du nicht? Ich bringe Spinnen naja, raus. Naja, gekillt habe ich sie nicht. Ich habe sie nur angesaugt. Ich bringe Spinnen raus, aber ich bin mir sicher, das schon mal gemacht zu haben. Also dann garantiert. Komm, also, Chin-Chin. Cheers. Oh. Ist das Limettensaft? In Bitter? Aua, ich bin doch erkältet. Das brennt wie Feuer. Das schmeckt, wie eine, das schmeckt wie eine eklige Pomelo in Flüssig. Ah. Scheiße, das brennt voll. Kennst du nicht, wenn du Halsschmerzen hast und ja. krank bist? Ja, das hilft. Das hilft. Ich habe noch nie einen Prozess verloren. Ich war noch niemals angeklagt. Oh, hast du? Du warst vor Gericht. Was hast du verbrochen? Was hast du verbrochen? Oh, come on. Oh, deine Zunge, geil. Mach verschiedenste Kleinigkeiten in meiner Sturm- und Drangphase. Gibt's denn irgendwas Nennenswertes? Nee, wir hatten aber auf YouTube. Ich hatte Anzeigen wegen Beleidigung, ich hatte Anzeigen wegen... Weißt du das vorher, wenn du das hochlädst, dass da was kommt? Wenn du einen AfD-Politiker in einem Video einen dämlichen Wichser nennst, kann das passieren, ja. Darf man das nicht? Okay, Entschuldigung. Ihr könnt ja piepen. Nee, ich meinte gar nicht das, aber okay. Ich habe noch nie Thomas Gottschalk getroffen. Doch, come on. Der kann auch mal kommen, Thomas. Ja. Der zweite hängt mir noch nach. Ah, Sellerie. Der riecht nach gar nichts. Sellerie. Ah, oh, ich habe meine Selleriekur gemacht. Leute, macht das nicht, wenn ihr Partner zu Hause habt, den ihr liebt. Ah. Boah. Boah, der roch harmlos, aber der war schon. Oh, fuck, mir wird's ganz schwindelig jetzt. Wenn ich dampfen könnte, ich würde dampfen gerade. Aber in so vielen Farben. Oh Gott, nee, in grün. Ich habe Thomas Gottschalk kennengelernt in einer Maske bei Böhmermann, als wir damals diesen Sketch zu Game of Thrones gedreht hatten und ich da in dem kompletten Eiskönig-Outfit quasi zugange war. Da hat er dich erkannt, ne? Nee, wir haben uns kurz unterhalten. Er hatte legit überhaupt keinen Plan, wer ich bin, aber war sehr nett. Natürlich nur wegen dem Kostüm. Ja, und wahrscheinlich, weil er sich dachte, hat bestimmt einen Grund, dass er hier sitzt. Sag ich mal hallo. Nett. Ja, war okay. Grüße. Ich habe noch nie Fleisch gebügelt. Fleisch? Oh, come on, Alter. Ihr wisst genau, dass ich schon mal Fleisch Speck gebügelt habe. Das ist ja zum fies. Zum Braten? Nee, wir haben mal auf dem Bügeleisen ein Drei-Gänge-Menü gemacht. Also ja, auf drei Bügeleisen. Ja, ist da auch nichts Verwerfliches dran. Das funktioniert gut. Ja, funktioniert aber nicht so gut, wie ich gehofft habe. Warum nicht? Oder unsere Bügeleisen waren scheiße. Oder war zu viel Öl. Ja. Oh, jetzt noch. Entschuldigung. Was war? Wow. Sorry. Boah, der kommt zweimal. Oh, den hab ich schon vor mir. Ich hab noch nie ein Buch geschrieben. Ich habe gerade ein Buch geschrieben und das kommt auch bald. Es heißt I Do It My Way. Wird ziemlich geil. Jan Böhmermann in weiblich, sag ich dazu. Nein, Spaß. Nein. Ist nicht so schlimm, nur so ein bisschen. Oh, jetzt zittern alle. Zittern nicht! Ja. Ey, das war echt krass. Ein Buch zu schreiben, danke für dieses Placement. Ihr seid so geil. Ach, du auch, Entschuldigung. Ja, zwei. Ups. Ja. Ich fand das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, weiß ich nicht, wie du das fandst. Ich finde den Einstieg immer total geil. Weil man ist ein Psycho-Ding. Man hat gefühlt, immer wahnsinnig viel Energie und man weiß so ein bisschen das Ende. Ja. Und dann fällt dir auf, das ist ein echt großer Teil in der Mitte. Das Krasse ist aber, warte mal. Ich muss mir einen raussuchen. Ich finde nämlich alle gerade ziemlich scheiße. Ich finde das hier so räudig. Das ist alles Kacke. Na gut. Ich fand das Krasse, dass es wie so ein Prozess, du gehst nochmal durch und bist natürlich schon weiter und kannst rückblicken so, aber es ist wie nochmal alles durchleben, aber so reflektiert, dass es eigentlich schon so ein, wie so eine Psychotherapie ist eigentlich. Ja, aber man muss übelst aufpassen, dass man sich dann nicht in so Floskeln verliert. Für mich war es eher so ein, ja es war eine Achterbahn der Gefühle, sage ich euch, aber lohnt sich zu lesen. So. Der findet die richtig geil hier. Ach, fuck, ich bin so eklig. Oh. Der Scheiß ist, dass in jedem hier Sauerkrautsaft drin ist. Ach, das ist richtig eklig dieses Mal. Oh, stückig.
Ja. Wenn du so einen Saft kauen kannst, ist das nicht gut. Mein Kollegen Olli hätte... Nein, das ist eklig. Das ist Fischkacke. Das ist irgendwie... Was ist das? Das ist Fisch drin. Ich schwör's euch, da ist Fisch drin. Oder Alge oder irgend so ein Scheiß. Was war's? Komm. Fischsoße, Sojasoße, irgendwie Soja. Sowas? Ach ja, irgendwie sowas. Das ist, Keine Sushi-Freundin? Doch. Soll ich's machen? Oder ist schwierig? Okay. Gekonnt ist gekonnt. Okay, so. Halb gekotzt hier. Oh, jetzt habe ich noch einen Wortwitz. Es wird leflink. Oh, jetzt kommt wieder der Schlusssprint. Hast du Bock? Jetzt tun wir alles nochmal so richtig schön durchschütteln. Es wird echt anstrengend jetzt. Gib alles. Ja. Sowohl lauftechnisch als auch antwortentechnisch. Ach so, ja. Chantal, hau rein. Du freust dich doch drauf. Alles klar. Konsole oder Rechner? Rechner. Guck mal, wie elegant. Bestellen oder kochen? Boah, ja, lieber eigentlich kaufen vor Ort, aber bestellen, wenn ich es wirklich, wenn ich nicht fahren will halt. Arme oder Beine? Oh. Arme. Früh oder spät? Früh. Liegestütze oder Klimmzüge? Beides. Ja, kannst du Berlinern? Klar. Kannst du ab jetzt berlinerisch bitte antworten? Sicher. Okay. Denkst du an Geburtstage? Ich bin super schlecht in Geburtstagen, deswegen habe ich zum Beispiel die von meinen Eltern halt hier tätowiert. Ein was geholt? Was? Was geholt? Nee, die habe ich hier tätowiert, die von meinen Ach Eltern, so, die Geburtstage, weil ich nie dran denke. Praktisch. Currywurst oder Burger? Currywurst. Marvel oder Didi? DC? DC, Entschuldigung. DC. Team Bibi oder Julian? Oh! Team ihre Kinder. Hauptsache Alessio geht's gut, das Leute. Das geht leider nicht, du Kleiner. Du kannst ihn nicht abends auf dem Partisch machen. Also, Julian oder Bibi? Julian. Oh, Longboard oder Skateboard? Longboard. Was war dein letztes Tattoo? Das hier, was noch nicht fertig Achtung, ist. Achtung, nein, bitte nicht, um Gottes Willen. was heißt denn das schon wieder, Mann? Imposter oder Cheaten? Imposter. Was? Imposter. Imposter oder Cheaten, danke. Imposter auf jeden Fall. Ah, okay. Köln oder Berlin? Was? Köln oder Berlin? Berlin. Textnachricht oder Sprachnachricht? Textnachricht, immer. Umarmen oder High Five? High Five. Mega! Jetzt lass mich nicht stehen! Warte! Yay! Fertig. Über der Technikangst. Guck mal, flink hier. Kannst du mal runterschalten, Chantal? Die Mann! Die 9 km/h, die gehen noch eine Weile. 10, 11. Ey, ich hab lange Haare. Willst du mich eigentlich verkackeiern? Wie denn? Ich hab das noch nie gemacht. Oh. So eine Scheiße hier. Das war schön. Das war cool. Das war cool. Das war voll heftig jetzt am Ende, ey. Hey, ich muss ganz ehrlich sagen, so von der Sache her einfach so laufen und sich dabei unterhalten, ist halt Gamechanger. Finde ich richtig geil. Ja. Auch viel geiler als sitzen oder stehen oder was auch immer. Aber mit mir ist es noch schöner. Das ist das Beste überhaupt. Oh. Aber hier kommen die zweistelligen Geschwindigkeiten und die Säfte. Die Komm gut, ne? Komm gut so. Ja, ist auch geil. Es war echt schön. Boah, hat mich echt mega gefreut. Ey, on my way immer wieder neue Leute kennenlernen. Ich freue mich voll. Schön, dass es geklappt hat, Mann. Ich habe mich sehr gefreut. Ebenso. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung nochmal. Total, das habe ich auch echt gefreut. Du warst der sympathischste Florian, den ich hier hatte. Das ist schön. Wie viele kennst du? Einen. Ich kenne mehrere, aber hier war noch keiner. Ah, sehr gut. Nein. Dann. Ey. Warte, ich mache noch Bonuspunkte. Und denk dran. Fein. Die Frau hat ein Buch geschrieben. Und der Mann hat 2 Bücher geschrieben. Jetzt beginnen wir das nervige Warten auf die neue Folge. Aber wenn ihr unseren SWR-Schlager-Channel abonniert, die Glocke aktiviert, uns auf Facebook folgt und auf Instagram, dann sind 30 Sekunden der ganzen Wartezeit schon um. Also, Rest schaffen wir auch noch. Tschüss, bleibt frisch, eure Vanessa. Und was geht da hinten los? Na?